Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon World. Ich habe das jetzt offscreen gemacht. Ich habe jetzt inzwischen genug Umsatz und bediene jetzt auch schon den letzten Kunden. Ja, sehr schön. Und, sag mal was. Hallo? Ah, jetzt. So, die Zeit ist herum. Wir brauchen deine Klugheit, deinen Mut und deinen Charakter, um die Insel zu retten. Was sagst du da? Ich habe geprüft, ob du fähig bist, uns zu retten. Man muss sich im Kampf behaupten können. Nicht nur Kraft, auch Mut und Weisheit sind nötig. Haben wir den Test bestanden? Aber ja, ich werde dir nach Kräften helfen. Kommst du in die Stadt? Was wird aus deinem Laden? Hat seinen Zweck erfüllt. Ich eröffne dort einfach einen neuen. Monochrome zieht in die Stadt und 2000 Bit erhalten. Wenn das so ist, gehen wir auch zurück in die Stadt und... Okay, hallo? Ah, ist digitiert. Oh Gott, hoffentlich nicht zum Nomemon. Irgendwie sehen die aber voll müde aus, wenn die digitieren. Müde und aggressiv. Okay, bitte Nomemon. Bitte nicht Nomemon, meine ich. Okay. Ja! Ein Greymon, genau wie ich es haben wollte. Okay, dass wir jetzt einen Champion-Digimon haben, bedeutet, also es bedeutet jetzt, dass wir, ja, in den Trimurke-Tunnel gehen und das Zeug dort wegtragen, also den Schutt wegtragen. Und das mache ich natürlich offscreen, weil ich euch damit nicht langweilen möchte. Also werde ich jetzt einen Schnitt setzen, nachdem ich diese Aufgabe bewältigt habe. Ja, das bedeutet so viel wie, ja, wir sehen uns gleich. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon World. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier, habe alles weggeräumt und spreche gerade das letzte Mal Trimurkemon an. Danke für die Hilfe, hier ist dein Lohn. Oh yeah. Und die Werte von Greymon sind gut gestiegen. Und jetzt muss ich ganz kurz raus und wieder rein, damit das erstmal getriggert wird. Bautunnel, erstes Untergeschoss. Und wieder zurück. Unterirdischer Teich. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Loch. Gehen wir mal durch. Ganz kurz. Auf dem Weg zum Tunnel habe ich schon ein paar Einkäufe getätigt. Ich habe ein bisschen Zeug verkauft und ins Lager getan. Und ich habe einen Autopiloten, also 4 Autopiloten und Camping-WCs geholt. Die können wir jetzt nämlich kaufen, da wir Monochromon in der Stadt haben. Keine Angst, das zeige ich euch später alles noch. Auf jeden Fall mit Camping-WC können wir überall auf die Toilette gehen, wo wir wollen. Und wupp, fertig. Jetzt müssen wir nicht den ganzen Weg nochmal zurückrennen. Das wäre auch mega nervig gewesen. Hier ist ein riesiger Fels und lass uns mal Trimurkemon anreden. Mist, ein großer Fels. Der Bohrer kommt nicht durch. Ach hey, wie kann man den bewegen? Fällt dir was ein? Ich überlege mal. Kyoto braucht deine Hilfe. Und die Sache ist, mit einem Muki-Level-Digimon kann man den Felsen nicht wegbewegen. Deswegen habe ich an dieser Stelle gewartet, bis ich Greymon habe. Oder irgendein anderes Champion-Level-Digimon. Okay, erstmal anders hinsetzen. So, geschafft. Unglaublich, wir haben den Felsen bewegt. Wir vor allem, du hast gar nichts gemacht. Von hier an ist das Tunnel leer, glaube ich. Ein Lavafluss, der ist gefährlich. Am Ufer führt ein Pfad entlang und den folgen wir. Du wirst reingehen? Bitte pass gut auf. Okay. Okay, hier können wir noch nicht runter. Oh Gott, da sprudelt die Lava. Oh mein Gott. Oh, da sprudelt so richtig, da plumpert so richtig raus. Seht ihr das? Oh mein Gott, das ist heißes Wasser. Ich weiß es nicht. Lava-Höhle. Ups, ich bin schon wieder auszusehen. Zurückgegangen. Ich will doch weiter. Mensch. Okay. Hä? Was ist auf der Insel passiert? Die Stämme verlieren ihr Gedächtnis und verwildern. Ich weiß nicht, wie lange ich noch klar denken kann. Wir müssen etwas tun. Sie kennen die Gefahr nicht.
Bam, 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 bam. Halt! Willst du denn die Insel zerstören? Wer bist du? Geh aus dem Weg! Es gibt keine andere Lösung. Mein Gott, ein Meeramon, was die Insel zerstören will. Und bam! Sehr gut. Aquarian macht nicht sonderlich viel Damage, aber hat einen wesentlich höheren. Wow. Attacks mit das Meeramon. Das heißt, Meeramon wird kaum zum Zug kommen und wir haben noch extrem viele Items, die wir reinschmeißen können. Von daher habe ich schon viel Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und bam! Das ist cool, wir haben schon fast ein Drittel abgezogen. Oh, Meeramon. Armes kleines Meeramon, es kommt zu nichts. Pap. Oh Mann, das tut mir schon fast leid. Oh, es wird abgewehrt. Und kabums! Fast können wir... Ah, oh, das war, glaube ich, ein Dynamo-Kick. Okay. Pow! Und gleich haben wir das Finish aufgedeckt. Komm, 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 komm. Ha, abgewehrt! Komm, jetzt schnell! Komm, Mega-Flamme! Scheiße, ich hab's, glaube ich, nicht. Doch, ich hab's geschafft! Voll aufgeladen und auf die Bretter. Jetzt ist er gleich weg! Tyrannomon! Komm, das schaffst du! Yeah! Komm! Noch ganz wenige Male. Gleich ist er weg. Oh, er... Das sieht schon ziemlich kaputt aus, hä? Also, der wirkt schon ziemlich... Komm, und Mega-Flamme. Ne, volle Kraft halt. Dieses kleine Mega-Atem-Ding, was du da die ganze Zeit machst. Ich weiß auch gar nicht, wie es heißt, aber setz es ein, weil das voll cool ist und... Bams! Komm, noch zweimal. Komm, 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 komm. Ah, ja. Lass ihn keine Chance. Noch einmal. Und. Oh, oh. Oh, 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 oh. Cremon, 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 tu was. Cremon. Scheiße. Cremon. Scheiße. Oh, und weg ist er. Verdammt. Wir haben es geschafft. Und keine Attacke gelernt. Mist. Wie meinst du, es gibt einen anderen Weg? Du meinst, es gibt einen anderen Weg. Wenn du die Insel, wenn die Insel kaputt geht, hast du doch dein Ziel verfehlt. Hör doch mal zu. Was? Wir bauen eine Stadt für die Insel, indem wir alle Digimon dort versammeln. Es heißt, wir retten die Insel vor dem Unheil. Wenn alle Digimon vereint werden. Vielleicht hast du recht, aber alle Digimon zu sammeln ist... Wir sind mittendrin. Du weißt doch, nichts ist unmöglich. Das ist eine Riesenaufgabe. Ihr rührt mich. Vielleicht schafft ihr es ja. Wenn du an uns glaubst, komm bitte in die Stadt. Ist gut, ich ziehe in die Stadt. Ein neues Leben. Ach, so ein Idiot will die Insel zerstören. Okay, Meeramon zieht in die Stadt. Aufsammeln. Hier unsere Gewinn-Items quasi. Hallo? Medizin. Und? Hallo, kann ich das öffnen? Öffnen. Ich will es öffnen. Kraftchip. Und da unten brodelt immer noch die Lava. Seht ihr das? Wahnsinn. Aber ich sehe, Cremon fühlt sich ja sichtlich wohl. Lava-Höhle. Jetzt ist der Lavasee zugefroren. Gefroren kann man nicht sagen, er ist erstarrt. Oh Mann. Lavahöhle. Hier gibt es sehr viele Items zu sammeln. Ich gucke hier mal alles durch. Hallo Meeramon. Nein, wie geht's dir? Die sind nicht gefährlich. Die quatschen noch ein bisschen Zeug. Das eine, das will Karten gegen Geld tauschen. Das ist vielleicht noch ganz nett. Aber sonst ist hier von den Meeramons nichts Besonderes zu erwarten. Immer noch Hunger? Mensch, bist du verfressen. Jetzt aber hier, komm. Au.
irgendwas Besonderes? Nee. Da ist noch ein PC. Hallo? Super Abwehr. Yeah, super. Abwehr. Lava-Höhli. War irgendwo noch hier. Ein geheimer Gang. Caesar. Tempo-Chip. Boah. Was haben wir hier? Kraft-Chip. Boah. Und dann müssten wir bis auf das eine am Eingang hier alles haben. Lava-Höhli. Lava-Höhli. Hier das. Schutzdisk. Das rührt mich. Hier geht's auch noch lang. Genau, Bohrtunnel. Jetzt sind wir wieder im Bohrtunnel. Da gräbt ein Strimogamon weiter. Hey. Hey, bald ist er offen. Okay. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Jetzt setze mal einen Autopiloten ein. Mit dem können wir direkt uns, also diesmal auch wirklich teleportieren, uns direkt in die Stadt teleportieren. Ohne Schneiden und nichts. Dann möchte ich euch noch mal ganz kurz was zeigen, was mich ziemlich wundert. Huch, Entschuldigung. Gepäck aufgeben. Ich möchte gerne die Medizin. Sag mal, das bewegt den Zeit. Achso. Hier, Superpilz. Was ist das? Das ist beschrieben. Warte mal. Moment, Gegenstand. Superpilz. Habe ich noch nie gesehen. Sieht ganz komisch aus. Nahrung stärkt alle Talente. So, das heißt, dass die alle meine Statuswerte anhebt oder was auch immer. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gehabt. Und wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich tue es lange mal wieder zurück. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Fall City, ich würde jetzt gerne das ganze Zeug verkaufen, was ich bekommen habe, weil ich das eh nie benutzen werde. Aber Geld ist in diesem Spiel halt ultra wichtig, demzufolge. Weg damit! Da ist Monokromon! Wie kann ich die denn verkaufen? Kraftstück. Alter, ich bekomme damit. Oh, Alter, wie viel Geld ich bekomme. Verkaufen. Schutzdisk brauche ich nicht. Tempo-Chip weg. Verkaufen. Super Abwehr. Verkaufen. Und dafür kaufe ich jetzt noch ein paar 20 kleine Heildisks. Oder 19, wie auch immer, mir doch egal. Und noch ein paar MP-Disks. Sag mal auch so. Bis später. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Ich mach mal das Licht kurz an. So. Bei mir wird es langsam dunkel. Ich lobe dich mal, weil deine Disziplin ist voll. Und dein Glück ist aber nicht so pralle. So. Ach ja, hier ist ein Restaurant. Hat Meramon aufgemacht. Ich zeig's euch mal kurz von innen. Ist ja schön, oder? Willkommen in meinem Lokal. Ich habe mich entschlossen, dieses Restaurant zu leiten. Kostet so viel, wie du magst, von meinem vorigen Essen. Ah, nee, können wir halt eben uns Essen bestellen, das Essen. Der Vorteil an dem Essen ist, dass es meist die Müdigkeit senkt und auch so die Statuswerte leicht anhebt. Ist schon ganz cool. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Ja, rumwippen. Das würde dir gefallen, Draymond. Einfach nichts tun, ein wenig Eier schaukeln. Ich glaube, ich muss nochmal zu Palmon. Ich habe heute nämlich noch nicht mal ein tägliches Fleisch abgeholt. Schande über mich. Schande über mich. Machen wir das mal ganz schnell. Hier. Heute habe ich viel Fleisch geerntet. 5 Portionen. Morgen gibt's mehr. Die verkaufe ich und kaufe dafür mir normales Fleisch, weil das normale Fleisch, also das kleine Fleisch hält länger als die Hüftsteaks. Hallo? Kennst du die Riesenschlucht? Ja. Größtenteils gibt es dort Banditen. Banditen? Sind die sehr böse? Naja, sie überfallen dich. Dagegen muss ich was tun. Okay, also sollen in der Riesenschlucht Banditen lauern. Und diese Banditen haben es scheinbar auch faustdick hinter den Ohren. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich brauche aber erstmal mein Hüftsteak.
50 verkaufen. Mit kann ich dienen? Verkaufen! Hüftsteak. Kaffee, ein bisschen Fleisch. Sag mir mal, 20 Stück ungefähr. Bis später. Dup, 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 dup. Was machen wir jetzt? Gehen wir zur Riesenschlucht, zu den Banditen? Oder ich habe eine bessere Idee. Wir machen erstmal was anderes. Aber erstmal beende ich den Part. Oh yeah. Also, ja, was soll ich dazu großartig sagen? Tschüssi und bis zum nächsten Mal.